Guten Abend. Sie kamen gemeinsam, doch sie gehen getrennt. Zusammen wurden sie zu neuen Chefinnen der Linkspartei gewählt. Doch nun gibt eine auf, Susanne Hennig-Welsow, gerade mal 14 Monate später. Und ausgerechnet an dem Tag, an dem es eigentlich um ihre Co-Vorsitzende Janine Wissler gehen sollte und um deren Verantwortung bei den Fällen von Sexismus und Machtmissbrauch in Wisslers hessischem Landesverband. Der Umgang der Linken mit diesen Vorwürfen war für Hennig-Welsow ein Grund für ihren Rücktritt, aber es war nicht der einzige. Christine Schwietzer. Pragmatisch, ernsthaft, hart in der Sache, aber auch zu sich selbst. Susanne Hennig-Welsow tritt zurück, schriftlich. Selbstkritisch teilt sie heute mit, dass ihr und der Parteispitze der Neuanfang nicht gelungen sei. Wir haben zu wenig geliefert von dem, was wir versprochen haben. Enttäuschung bei Wegbegleitern. Ich weiß, dass eine langjährige Weggefährtin, Susanne Hennig-Welsow, mich begleitet hat auf einen weiten Weg. Und ich danke ihr für diese Kraft, die sie auch mir immer wieder zur Verfügung gestellt hat. In Thüringen war sie erfolgreich, die Strategin an der Seite von Bodo Ramelow, dem ersten linken Ministerpräsidenten. Regieren, das wollte Hennig-Welsow auch in Berlin. Doch bei der Bundestagswahl erlebt die Linke ein Desaster, schafft nur knapp den Sprung ins Parlament. Das neue Führungsduo verfängt nicht beim Wähler. Dazu kommen Personalquerelen und zuletzt Sexismusvorwürfe, vor allem im hessischen Landesverband. Auch dafür zieht Hennig-Welsow heute die Konsequenzen. Die Parteijugend fordert: Jetzt braucht es einen radikalen Neuanfang, jetzt braucht eine radikale Aufarbeitung der aktuellen Probleme. Wackelt jetzt auch Wissler? Sie kommt aus Hessen, war dort Fraktionsvorsitzende. In Berlin will man von einem weiteren Rücktritt nichts wissen. Janine Wissler ist gewählte Parteivorsitzende, ist Mitglied meiner Fraktion, wie im Übrigen Susanne Hennig-Welsow auch weiter. Und sie hat jetzt wie andere die Aufgabe, die anstehenden Parteitage vorzubereiten. Im Bundesvorstand sucht die Linke heute Abend einen Ausweg aus der Misere. Auch darüber streitet die Linke, wie umgehen mit Putin, der erbarmungslos Krieg führt gegen die Ukraine. Nun vermehrt im Osten ganze Städte ausbombt. Und nicht einmal jene fliehen lässt, die aufgeben und tausende eingeschlossene Kinder und Frauen retten wollen. Aus der kurz vor dem Fall stehenden Hafenstadt Mariupol kam heute ein dramatischer Hilferuf. Wassili Gullert. Etwa 100.000 Zivilisten sollen sich noch in Mariupol befinden. Die Ukraine hat 90 Busse geschickt, um Frauen, Kinder und ältere Menschen aus der Hafenstadt in Sicherheit zu bringen. Das sei nach ukrainischen Angaben nicht gelungen, weil die russische Seite das Feuer nicht eingestellt habe. Mariupol ist weiter umkämpft, besonders das Azov-Stahlwerk. Ein Hilferuf aus dem Inneren. Wir appellieren an alle führenden Politiker der Welt, uns zu helfen. Wir bitten sie, das Verfahren der Extraktion anzuwenden und uns in das Hoheitsgebiet eines Drittstaates zu bringen. Die Einnahme von Mariupol würde es Russland ermöglichen, einen durchgehenden Korridor vom Donbass zur völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim zu schaffen. Bei einer Veranstaltung im Kreml verteidigte Russlands Präsident Putin heute erneut den russischen Angriff auf die Ukraine. Es war die Tragödie, die sich im Donbass abspielte, die Russland einfach dazu gezwungen hat, diese militärische Spezialoperation zu starten, die heute allen gut bekannt ist. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, der Zweck dieser Operation ist es, den im Donbass lebenden Menschen zu helfen, unseren Menschen. Fast 1000 Kilometer vom Donbass entfernt, in Borodjanka, hat sich EU-Ratspräsident Charles Michel heute ein Bild von der Zerstörung gemacht, die russische Soldaten hinterlassen haben. In Kiew traf sich Michel mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Die EU sagt der Ukraine weitere 1,5 Milliarden Euro an Militärhilfe zu. Das Verhältnis sozialdemokratischer Bundeskanzler zu Russland, er stand schon immer unter genauer Beobachtung, auch als Willy Brandt und der sowjetische Staats- und Parteichef Leonid Brezhnev sich zur schnittigen Bootsfahrt im Schwarzen Meer trafen. Ein unangemessen intimer Tanz mit dem russischen Bären sei das, fanden damals viele. Das war 1971. Und auch heute wieder müssen sich Sozialdemokraten Vorwürfe gefallen lassen, sie hätten über Jahre ein zu enges Verhältnis zu Russland gepflegt. Und sie müssen die Frage beantworten, warum ihr jetziger Kanzler nicht beherzter jene Zeitenwende ansteuert, die er selber ausrief. Michael Stempfle.
Wieder sickert eine Meldung durch. Offenbar plant Deutschland, die Niederlande bei der Lieferung schwerer Waffen zu unterstützen. Die Nachbarn wollen Panzerhaubitzen 2000 in die Ukraine schicken, heißt es. Der Beitrag aus Berlin: Wartung. Oder Munition. Vom Kanzler gestern keine klare Aussage dazu. Selbst Bundeswehrexperten verwundert. Ich sag mal so, ich bin aus der Pressekonferenz vom Bundeskanzler Olaf Scholz gestern nicht so ganz schlau geworden. Der Kanzler noch immer zögerlich. Dabei verkündete Scholz Ende Februar eine Zeitenwende. Und jetzt? Fast 2 Monate später meldet sich der frühere Außenminister Gabriel zu Wort in einem Radiointerview. Statt Putin Grenzen zu setzen, sehen NATO-Staaten jetzt mehr Gefahren. Weil sie Angst haben, dass sie mit der Lieferung dieser Waffen sozusagen selbst eintreten in diesen Krieg und bei der anderen Seite, bei Putin, damit rechnen müssen, dass er solche Panzer versucht, mit dem Einsatz taktischer Nuklearwaffen abzuwehren. Angst vor Putin? Entscheidend bei der Hilfe für die Ukraine seien die Spielregeln der Vereinten Nationen, so Experten. Eigentlich durch ihre eigene UN-Mitgliedschaft ist die Bundesregierung sogar zur Unterstützung verpflichtet. Nur wie unterstützen? Die Bundesregierung seit Wochen zögerlich. Die Außenministerin muss sich auf einer Reise nach Riga rechtfertigen. Andere Partner liefern jetzt gepanzerte Fahrzeuge. Ich möchte hier und deutlich sagen, das ist auch für uns kein Tabu. Zwar beteiligt sich Deutschland an der Lieferung von Waffen. Der Kanzler übernimmt aber international keine Führungsrolle und belässt vieles im Wagen. Und wir kommen noch schnell zum Wetter. Morgen schieben sich von Osten her einige dunkle Wolken vor die Sonne. Regen gibt's aber kaum. Wir sehen uns nach dem Fußball wieder zu einem Tagesthemen extra. Aber jetzt erstmal zurück zu Alexander Bommes und Bastian Schweinsteiger.